Einen wunderschönen guten Abend, miteinander auch ein herzliches Servus und Grüezi an unsere Zuhörer in der Schweiz und in Österreich. Howdy folks! It's so beautiful to play here tonight. Wir sind Albert Schnauzer in Stücken und haben uns entschlossen, unsere Show mit Mundschutz anzufangen, um ein Statement für die Benutzung von Mundschutz zu setzen. Weiter geht's mit einer kleinen Gute-Nacht-Geschichte, weil es ja langsam draußen dunkel wird. Und dafür ziehe ich mir die Brille so runter, weil so erzählt man Geschichten mit so einem moralischen Blick über den Brillenränder. In einer Nacht, in einer Stadt, in einer Bar, deren Namen man nicht laut nennt, wo der Wirt selten lacht und wenig fragt und den Schnaps aus Flaschen ohne Etikett ausschenkt. Sie saß allein, wenn auch nicht einsam, den Rücken zur Wand und den Blick zur Tür. Ich war schon fertig, als ich hereinkam und sie sah zu mir. Dorothee, Dorothee, ein Name, wie er auf einem Schuldschein steht. Dorothee, Dorothee, sie hatte mir den Kopf verdreht. Dorothee, Dorothee, ein Name, wie er auf einem Schuldschein steht. Dorothee, 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 sie hatte mir den Kopf verdreht. Hatte 1000 Fragen in meiner Birne. Warum zieht sie ein Bein hinterher? Worüber lacht der Rabe auf ihrer Schulter? Warum ist ihre Handtasche so schwer? Wester Mann, das Name in Gold auf ihrem Scheck steht. Und warum ich, warum nicht einer von den anderen? Doch es war zu spät. Dorothee, Dorothee, Dorothee. Bestellte 2 Martini und dann nochmal 7. Dorothee wollte gehen. Dorothee, ich wär so gern noch etwas länger geblieben. Wir waren dann bei ihr, sie sammelt ausgestopfte Tiere. Ich fragte, warum wohnst du denn in einem Kellerloch? Da wurde es dunkel um mich und ich hörte ihre Stimme und sie sagte, ein Tier fehlt hier noch. Wow.
Wow, das war ein spitzen Timing. Die Brille hat gerade lang genug gehalten und den bösen Kinder, jetzt geht's ab ins Bett, Blick aufrecht zu erhalten. Kurz nach 7 Uhr jeden Tag. Jeden Tag, kurz nach 7. Kinder, es passiert nach 7 nichts Gutes mehr. Geht um 7 ins Bett, dann gibt's keine Probleme. Wir wenden uns anderen Problemen zu. Auch nach der Corona-Krise geht's voran auf unserer Stuttgarter Tiefbahnhof-Baustelle. Und das ist gut so, Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern, ich kam diesen weiten, weiten Weg, um euch zu berichten. Von dieser dunklen Stadt in diesem dunklen Tal, genannt Stuttgart-Schwabylon. Also hört, wie es sich betrug, 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 betrug. Höret, Brüder und Schwestern, was ich euch zu sagen habe. Ja, ich stand auf dem Berg und ich sah hinab ins Tal. Und ich sah, über der Stadt stand ein Stern. Und der Himmel tat sich auf und ein Sonnenstrahl berührte die Erde und ich hörte die Stimme des Herrn. Und er sagte, an dieser Stelle soll meine Kirche stehen. Eine Kathedrale des Personennahverkehrs. Lasst uns einen Bahnhof bauen. Lasst uns einen Bahnhof bauen. Lasst uns einen Bahnhof bauen, damit der Zug kommt. Choo-choo. Lasst uns einen Bahnhof bauen. Lasst uns einen Bahnhof bauen. Lasst uns einen Bahnhof bauen. Bahnhof bauen, damit der Zug kommt. Choo-choo. Und wenn das Wasser durch die Wände bricht, dann hebt eure Hände und singt Halleluja. Denn wenn dein Herr zu dir spricht, soll deine Antwort Ja und Amen sein. Lasst uns einen Bahnhof bauen. Und wenn der Zweifel zu dir spricht, dann soll sein Stecken und Stab dich trösten. Siehst du nicht am Ende des Tunnels das Licht? Das ist der Zug ins gelobte Land. Ulm, lass uns einen Bahnhof bauen. Lass uns einen Bahnhof bauen. Lass uns einen Bahnhof bauen. Lasst uns
Jo. Also schönen guten Abend. Stefan, kannst du mich hören? Technik, läuft alles? Hört man uns? Vielleicht. Wunderbar, ich kann dich hören und die Menschen da draußen können dich auch hören. Schwör. Und singen mit. Schwör, Alter. Hier, Chuchu, Amen, Amen, Halleluja. Es wird ein Gospelchor verlangt im Hintergrund. Sag bloß, das sind die ganzen Posts. Amen, Halleluja, Chuchu. Dann, ja, das sind die ganzen Posts. Dann muss man an der Stelle schnell einen Spendenaufruf starten, dass die Leute nicht für Stuttgart 21 spenden, sondern für das Feierabendkollektiv und natürlich für Albert Schnauze in Stücken. Absolut. Chuchu. Amen, sage ich da nur. Amen. Danke, dass du heute am Start bist, Albert. Auch dafür darf gespendet werden. Dafür, dass du heute am Start bist. Ja. Applaus zum Beispiel darf gespendet werden. Auf jeden Fall. Und auch natürlich Facebook-Likes. Mir ist mal wieder aufgefallen, ich erreiche überhaupt niemanden im Internet. Ich habe die meisten Leute, die ich erreicht habe, glaube ich, dadurch erreicht, dass ich SMS verschickt habe. Ich bin da wirklich draußen aus dieser Facebook-Welt. Willkommen zu einem depressiven Song. Der Tropf. Ich hab ein Loch in meinem Dach und das tropft mir auf den Teppich. Da macht es Flecken und ich befürchte, die gehen nie wieder raus. Oh, wie oft hab ich mir schon gedacht, dass ich es endgültig vernagel, wie einen Sargdeckel zu, dass sich da nie mehr wieder was bewegt. Aber ich krieg es einfach nicht dicht. Ich krieg es einfach nicht dicht. Das Wasser steigt und irgendwann muss ich auf Zehenspitzen stehen, um noch atmen zu können, um überhaupt noch Land zu sehen. Das hier ist doch kein Leben mehr. Das ist ein Untergang. Das ist doch kein Leben mehr. Und ich frage mich, und ich frag mich schon lang, ob ich es war, der die Tür abgeschlossen und den Schlüssel, der im Schloss noch steckte, abgebrochen hab, vielleicht aus Ekel vor der Menschheit, verursacht durch eine ekelhafte Kindheit vielleicht, oder Angst vor dem Überwachungsstaat. Oder ist es umgekehrt? Und ich gehöre eingesperrt, bin sowas wie ein Problembär, ein NPD-Funktionär. Kurz gesagt, ein Psychopath. Und ich frag mich schon lang, was im Hosen mit den Nachbarn los ist. Sag mal, merken die denn überhaupt nicht so ein Wo bleibt der Hausmeister? Wofür zahle ich eigentlich meine Miete monatlich? Und meine Klempner seh ich vor Gericht. Wenn ich hier noch mal lebend rauskomm.
Und während ich so auf den Grund der Dinge sinke und sinnier, klopft es auf einmal an der Tür und eine unbekannte Stimme fragt nach mir. Wer kann das sein? Ist es die Liebe, die ich mein Leben lang gesucht, aber immer nur bereut hab? Oder ist es der Tod, dem ich schon Zucker auf die Fensterbank gestreut hab? Zucker auf die Fensterbank gestreut. Wer kann das sein? Es lässt mir keine Ruhe und ich horche an der Tür und ich schau durchs Schlüsselloch. Plötzlich höre ich meine Stimme in die Stille schreien. Ja, verdammt, ich lebe noch und habe keine Ahnung, was mich hier all die Jahre hier. Ich komm jetzt raus von einer Welle, stinkendes Wasser auf die Straße gespült. Und ich tanze durch den Regen mit den Kröten durch den Dreck. Und ich spüre, wie der Wind an mir reißt und sich die Erde unter meinen Füßen bewegt. Und in den Pfützen spiegelt sich der Himmel. In den Pfützen spiegelt sich der Himmel. In den Pfützen spiegelt sich der Himmel. Spiegelt sich der Himmel in den Pfützen. Wir haben beschlossen, dass wir auch ein paar Songs spielen, die es gar nicht gibt. Wir wollten jetzt nicht hier... Oh, es gibt einen Kommentar. Hey, Attila hat geschrieben, danke noch fürs Babyphone. Klar, Mann, Babyphone ist das Allerwichtigste, wenn du ein Kind hast, weil Eltern, die Party feiern, brauchen ein Babyphone. Das ist die Grundlage. Ja. Wenn du jetzt eh schon dabei bist, ich gebe dir noch, ich sorge mal dafür, dass du große Verantwortung verspürst. Und zwar schreiben der Juli und die Anna schreiben, das ist das erste Konzert für unsere Tochter Sophia. Oh. Das allererste überhaupt, also, das Konzert. Das tut mir leid. Sophia, das tut mir leid. Aber Sophia, die Weisheit. Das ist klar, dass die so ein Liedermacher-Konzert als erstes Konzert hören muss. Sophia, du wirst älter werden. Und es wird die Zeit kommen, wo du einen Beruf ergreifen musst. Und du wirst über vieles nachdenken. Meine Tochter will gerade Springreiterin werden. Influencerin. Aber Sophia, denk auch mal drüber nach, Rapstarin zu werden. Der König der Reime ist gerade auf dem Heimweg von der Arbeit. Er hat den ganzen Tag gerappt und Wack MCs gezeigt, wie Hip-Hop wirklich geht. Er hat erzählt von
von den Straßen und von den harten Phasen seiner Kindheit. Und jetzt ist sein Tag zu Ende, er erreicht seine vier Wände und ist froh, doch als sich sein Schlüssel im Schloss der Wohnungstüre dreht, ist er allein. Zu viele Dinge lassen sich einfach nicht mit dem Beruf vereinen. Nach Betriebsschluss gehen die Bitches einfach heim. Es ist zum Weinen. Doch da fällt ihm noch was ein. Er greift in seine rechte Jackentasche und findet, hey, ein Bündel Geld. Und dann greift er in seine linke Jackentasche. Und was findet er dort? Ein Bündel Geld. Hey, das ist der Teil vom Job, der ihm auch nach Jahren immer noch gefällt. Genug zum Representen in der Hood, für dicke Beats um Kopf zu nicken und genug, um was in einen Briefumschlag zu tun und nach Haus zu schicken. Hey! Ich hab gehört, bei Feierabend TV gibt's jetzt auch eine Anfrage von Jay-Z. Aber ich glaube, der Auftritt ist geplatzt. Kriegt ja keinen Flug. Aber denk auch an die Rapper. Ich meine, wir Singer-Songwriter sind es ja gewohnt, mit wenig Geld klarzukommen. Aber wenn man erstmal jahrelang so ein High-Roller war, das ist jetzt verdammt schwer. Ernste Themen, nur ernste Themen. Jetzt vielleicht ein bisschen was fürs Tanzbein. Klar, mal so, dann so, dies, eine, aus, auf, ob, oben, drüber, drunter, weg, vorne, her, hinter dran, komm mal klar, dies, hoch, runter, dies, hierher, dies, komm mal um, mit dies, komm mal klar, mal so, dann so, dies, eine, aus, auf, ob, oben, drüber, drunter, weg, vorne, her, hinter dran, komm mal klar, bla, 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 sag mal konsequent, bla, 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 sag mal konsequent, wieder alles unklar, ob mir in dir dreht, weil ich in dir war. Telekom schreibt Konjunktur und die Cape von der Barbe ultra stur. Hier und wieder Money, rede ich nur mit der gleichen. Aber hier und wieder Money, rede ich nur mit der leichen. Entscheidung treffen negativ und mit Zunge küssen wie Dynamit so explosiv. Und Bass.
dies komm ma um mit dies komm ma moi klar mal so dann so dies eine Hause auf obe ober drüber drunter weg vorne her hinter dran komm ma klar bla 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 sama konsequent bla 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 sama konsequent bla 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 sama konsequent ich sag mal bla 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 sama konsequent konsequent, amo konsequent. Ja, Sakrament! Du hast auf jeden Fall einen Schluss verkackt. Ich hab's alles richtig gespielt. Bestimmt. Du warst. Das war ein Schluss, ja. Ich weiß nicht, ich wollte nur ein bisschen Professionalität hier reinbringen und Professionalität bedeutet immer, also wenn was nicht so richtig läuft, dass man es dann auf den Kollegen schiebt. Strafgeld. Was? $5 Strafgeld. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mal die Legende gehört, dass James Brown in seiner Band immer in diesen ganzen Kommandos, diese Big Band-Dealer, die rufen ja immer so Kommandos, so, hey, take it to the bridge. Break it down, break it down. Und da ist James Brown so eine Methode entworfen hat, dass er, wenn jemand verspielt, immer so Strafen ausruft. That's $20! Und die wurden dann nach dem Konzert von der Gage abgezogen. Und ich glaube nach 3 Fehlern auf der Straße. Oder verprügelt. Egal welchen Song man spielt, alles hat irgendwie was mit Corona zu tun. Das nächste Stück ist ein Hochzeitssong. Albert Schnauzer ist ja auch buchbar als Hochzeits-DJ. Gerade die vielen Hochzeiten, die jetzt im Winter stattfinden werden. Ich habe nämlich jetzt lauter Absagen für diesen Sommer, dass die Hochzeit wahrscheinlich ausfällt und in September verschoben wird. Falls euer DJ im September schon ausgebucht ist. Ich bin der Beste. Ein Hochzeitssong. Er trägt eine Krawatte bei 30 Grad im Schatten. Wenn ihr mich fragt, nochmal ist es nicht. Gemischte Gefühle, ein bisschen wie am ersten Schultag, stehen den beiden im Gesicht. Und sie mit hohen Schuhen, man sieht gleich, die trägt sie. Auch nicht jeden Tag und trotzdem sind die beiden wirklich zu beneiden, denn gleich unterschreiben sie diesen Vertrag. Und dann gibt's steuerliche Vorteile, große Liebe, hohe Kosten. Man muss sie refinanzieren über steuerliche Vorteile. Und steuerliche Vorteile sind auch der Grund, weshalb die Leute gratulieren. Denn sie wissen, selbst wenn Liebe im Feuer ihre Leidenschaft beglüht, dann gibt's noch steuerliche Vorteile. Steuerliche Vorteile machen, dass immer wieder der Flieder im Vorgarten blüht.
Und beehrt schon so vielen vor euch steuerliche Vorteile. Steuerliche Vorteile. Steuerliche Vorteile Stück handelt von Sterben in Indien. Und heißt Unten am Fluss. Unten am Fluss, wo die Luft zum Schneiden ist, wo der Müll seine Farbe mit der Zeit an den Staub verliert, wo der Abend kommt wie ein Kuss, wird auch mit Mundgeruch und schlechten Zähnen und für den nächsten Tag zu schlecht geschlafen und keine Pläne. Eine Frau mit so einer Haut könnte nie so schön sein. So dreckig, doch sie hat ihr Herz an den richtigen Flecken, schafft es immer wieder, dass man ihr alles vergibt. Alles vergibt. Alles. Alles. Unten am Fluss, wo der Tod lebt und seinen Garten hat und die Vögel füttert und den Kindern beim Spielen zusieht und die Blumen gießt, weil alles sowieso kommt, wie es muss, am Ufer, wo die Boote warten für die letzte Fahrt deiner wo der Kreis sich schließt. Wo der Kreis sich schließt. So liegt sie vor mir, diese Stadt mit ihren Farben und ihren Lichtern, tausend Narben auf ihren Gesichtern, die sie immer noch liebt. So dreckig, doch sie hat ihr Herz an den richtigen Flecken, schafft es immer
wieder, dass man ihr alles vergibt. Alles vergibt. Alles. Alles. Alles vergibt. Puh, es wird warm. Wir kommen so langsam zum Schluss, ja. Der nächste Song, der letzte Song ist... Ah, Moment, hier kommt nochmal. Alles Liebe zum Geburtstag. Ey, One by One hat was gepostet. An der Stelle kurz Werbung für One by One. Geniale Coverband. Wir waren auf ihrem System of a Down Coverabend. Hammer. Wirklich schon lange nicht mehr so amüsiert. Wir hören sie beim Proben immer. Ja, wir hören sie immer beim Proben. Zurzeit bereiten sie gerade ein paar Pearl Jam Sachen vor. Auch geil. Das letzte Stück. Stefan, willst du noch irgendwas sagen? Stefan hat sich ausgeklinkt und hört sich richtige Musik auf Spotify an. Ne? Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt wieder hören. Ich bin gespannt. Ah ja. Ne? Oh, Stefan, du hast so ein wunderschönes Palmbild. Ich hoffe, das sehen die Zuschauer auch, weil das echt so ein bisschen Sommerfeeling in diesen Ostermontagabend bringt. Nur für euch. Ich muss ganz viele Grüße da lassen. Und ganz wichtig, danke auch an Nils Ott, den geilen Typen, der heute ganzen technischen Aufwand und den Stream in High Quality Richtung Internet bringt. Unser Techniker, der uns hier eingeladen hat, dass wir hier seine Nachbarschaft beschallen dürfen. Also wer einen Livestream braucht, einfach Nils Ott googeln, dann kriegt ihr einen geilen Livestream. Bisschen Werbung. Yeah. Und danke euch fürs Spielen. Schöner Livestream, guter Sound, schreibt One by One. Und danke an alle da draußen, die gespendet haben. Werft was in den digitalen Topf. Ihr findet den Link unten, weil dann können wir Musiker, Techniker und Veranstalter unterstützen, die gerade keine anderen Konzerte als diese Livestream-Konzerte machen können. Sag mal, Stefan, wenn ich diese Palmen und diesen Strand bei dir im Hintergrund sehe, was passiert eigentlich mit den Spendengeldern? Ist das eigentlich, ist diese komische BIC, die man da eingibt, ist das ein Offshore-Konto in Panama? Ist das zufällig in Panama? Panama! Ja, ich bin gerade in Panama, deswegen, aber das mache ich für mein Privatgeld. Die Spenden gehen natürlich nur an gemeinnützige Zwecke, weil der Verein muss ja gemeinnützig bleiben. Ein Hoch auf die Gemeinnützigkeit. Aber wenn ihr das Kulturbüro sorglos bucht, dann geht alles nach Panama. Das letzte Stück ist witzigerweise total passend. Das ist überhaupt nicht im Zuge dieser Corona-Krise entstanden. Aber es passt so wahnsinnig gut, weil wir gerade so eine verrückte Zeit erleben, in der man so viele neue, interessante Erfahrungen machen kann. So schlimm das auch ist und so verheerend das für die Wirtschaft ist, es ist auch eine verdammt interessante Zeit. Und es ist so eine witzige Ironie, dass die Menschheit gerade so eine Jahrzehntkrise durchlebt und parallel dazu draußen der schönste Frühling ist. Und das passt total zu diesem nächsten Song. Kannst du ein bisschen Wind machen? Oh ja. Shh.
Und wenn der letzte Tag endlich seinen Abend findet, und der letzte Schalter schließt, wenn keiner mehr da ist, der den Weihnachtsbaum anzündet, den Müll rausbringt und den Kulturteil liest, dann ist Frieden. Denn keine Menschenseele hört Frieden. Menschenseele stört. Und der Wind weht. Einfach so, ohne Grund und ungesehen. Die Erde dreht sich wieder weiter. Es wird morgen irgendwo, wenn die Welt untergeht. Blau, himmelblau, würden sie sagen, würden sie es sehen. Wunderschön, würden sie denken, doch sie mussten gehen, wahrscheinlich nach Hause. Sie waren nicht von hier, es konnte jeder sehen. Und der Wind weht, Dinge vergehen, einfach so, ohne Grund und ungesehen. Die Erde dreht sich wieder weiter, es wird morgen irgendwo, wenn die Welt untergeht. Danke fürs Zuhören. Das war Albert Schnauze in Stücken. Wir freuen uns natürlich alle vom Feierabendkollektiv, wenn irgendjemand eine kleine Spende da lässt. Auch über Kommentare, Likes, Hate-Posts oder Steine in Briefumschlägen, die durch die Fenster geworfen werden. Und zur wo Zeit... gibt's deine CD? Und was? Wo gibt's deine CD? Ich werde mehrfach nach CDs gefragt hier. Ach so. Beim nächsten Konzert. Mit unserer Band im Juli.
Ich muss sagen, für uns ist es tatsächlich hier der Grund, warum wir hier spielen und warum wir eine bedürftige Band sind. Ich gehe wirklich davon aus, dass jetzt gerade, nachdem die Konzerte ausgefallen sind, alle die Sommerfestivals ausfallen und im Herbst dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel live zu spielen ist. Deswegen gibt es unsere CD gerade eigentlich nur über Facebook oder albertschnauzer@mail.de. Das sind die einzigen beiden Kanäle, die gerade bedient werden. Albert Schnauzer in Stücken auf Facebook. Unbedingt liken und posten und sharen und alles. Das ist voll so 2000er-Sprech, gell? Falls irgendjemand uns irgendwo mal auf Instagram sieht, dann bitte mir auf jeden Fall sagen, ich werde der Sache nachgehen. Und wir verabschieden uns jetzt mit unserer kleinen Abspannmelodie. Bleibt gesund und danke fürs Zuhören.